Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex Human Revolution. Wir starten ins Spiel, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ich habe ein paar Tage pausiert. Ich weiß noch, ich bin mitten im Feuergefecht. Und dort springen wir jetzt einfach mal rein. Schauen, was passiert. Ja, ich habe schon wieder ein paar Tage nicht aufgenommen. Mal gucken, dass ich jetzt ein bisschen vorproduziere. Gucken, wo ich Weglaufen bin. Ist zwecklos, Arschloch! Weglaufen ist zwecklos! Das sagtet ihr bereits. Ich werde mal kurz nachsehen. Wir müssen sicherstellen, dass er weg ist. Den kriegen wir jetzt gerade nicht mehr. Nichts! Den aber. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Das gefällt mir nicht, Mann. Da ist er. Noch einer weniger. Ich sehe niemanden mehr. Ich sehe zwar noch ein paar Leute auf dem Radar, aber die scheinen nicht hier oben zu sein. Heißt, wir können hier hoffentlich jetzt gefahrlos runter. Die lassen wir hier jetzt einfach mal liegen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich hin musste. Ah, okay, hier rein. Hier haben wir auch schon ein bisschen aufgeräumt. Persönlich mit David Seraph treffen, um ihm mein zutiefst empfundenes Bedauern auszudrücken und jegliche Beteiligung der Humanitätsfront zurückzuweisen. Mhm. Meine Leute haben unermüdlich nach einer friedlichen Lösung. Ich weiß gar nicht genau, welche Mission wir gerade haben. Ich schaue mich hier gerade ein bisschen um. Ich nehme an, ich muss hier hoch. Okay, da geht's noch weiter nach oben. Welche Türen hier? Nicht, dass ich sie sehen würde. Was ist das? Das gefällt mir jedenfalls nicht. Ja, so in der Art habe ich mir das vorgestellt. Ich scheint zwar was gehört zu haben, aber kommt anscheinend. Zum Teufel geht hier vor! Ja, freuen wir uns nicht zu früh. Gehen wir erstmal in Deckung. An dem irgendwie vorbei? Oder müssen wir den abknallen? Ich glaube, da können wir uns ranschleichen.
einen habe ich die Tür. Oder zumindest in die Richtung. Hoho, das wird knapp. Eigentlich müsste er mich sehen. Geht der jetzt hin? Okay, der hofft sich da hin was futtern oder so. Oder zocken. Befürwortern der Humanitätsfront blockiert wurde. Die pro-humane Organisation hatte Anfang der Woche die Genehmigung erhalten, sich dort zu versammeln. Aber die Polizei löste die legale Demonstration vorzeitig so auf und riegelte den Broadview-Tunnel ab. Vielleicht fürchtete sie, was geschehen könnte, sobald die Geiselnahme bei Seraph Industries beendet ist. Die Batterie ist noch nicht geladen. Ich verziehe mich erstmal. Die wahrscheinlich auch gut bei Onion auszuschalten, aber. Nehmen wir lieber die Waffen weg. Oh, jetzt aber. Nee, ich habe keinen Platz mehr für eine 10mm Pistole. Gucken wir mal ins Inventar. Standardgewehr, Munition. Na gut, wir haben 50 Schuss. Dann ist halt Pech. Können wir halt nicht mehr tragen. Ist ja okay. Vielleicht guck, wann ich die Aufnahme gestartet habe. Gut. Verstärken wir hier erstmal. Oh, jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wo waren denn die. Klar, die Dinger waren relativ unwichtig. Müssen wir dahin? Oder müssen wir dahin? Na, da kommen wir gar nicht hin. Ich denke, die beiden waren die Dinger, wo wir ein paar Bonussachen bekommen könnten. Oh, das wird echt. Zugriff gewährt. Boss, ist die Hintertür immer noch offen? Nein, gute Arbeit. Frank hat gerade durchgegeben, dass alles okay ist. Jetzt wird er herausfinden, wem diese verlassene Fabrik gehört. Gehen Sie jetzt schnell in die Klinik. Sobald Ergebnisse vorliegen, müssen Sie bereit zum Aufbruch sein. Okay. Oh, Heliport. Ist hier oben noch irgendwas Interessantes? Na gut. Na gut. Na komm durch. Achso. Oh, das tat ein bisschen weh. Passiert.
So, okay. Lass mal gucken, ob wir das hier vom Gelände kommen. Oder gucken wir mal, welche Mission wir als nächstes angehen. Ne, warte mal, hier komme ich doch gerade. Oder? Hier scheint auch nichts weiter zu sein, alles klar. Na gut. Hier wäre wahrscheinlich ein Ort gewesen, in dem ich mich hätte verstecken können. Hier unten muss man, glaube ich, durch. Ja, haha. So konnte ich den nicht angreifen. Was soll denn bitte? Mal fragen, kommt ihr überhaupt durch die Tür? Anscheinend nicht. Ich finde dich, Er ist nicht hier. Alter, ich müsste doch gesehen haben, dass ich da durch die Tür gegangen bin. Warum sucht ihr mich da hinten? Ruhig, er flieht. Aber falls er wiederkommt, sind wir bereit. Hm. Genug, er flieht. Wir warten hier, bis er zurückkommt. Er ist nicht hier. Er ist weg. Wenn ihr was seht, macht ihn fertig. Ich hab nichts. Gott. Ruhig, er flieht. Aber falls er wiederkommt, sind wir bereit. Der ist fällig. Hat er sich umgedreht? Hast du noch irgendwas Interessantes? Credits. Ja, machen wir halt wieder einen auf Rambo. Was soll's. Hauptsache, wir kommen hier mal raus. Gut, gucken wir mal auf die Questliste. Wo war die Questliste? Augmentierung natürlich auch interessant. Inventar. Mission. Hm.
ganze Nebenmission an. Schauen wir mal, wo wir S2 finden. 160 Meter von hier. Vielleicht sollten wir auch noch einen Blick auf die Karte werfen. So. Ah ja, okay. Stadt Apartments. Aber S3, S4. Da hinten ist die Klinik. Stimme aus der Dunkelheit. Seraph-Zentrale. Gut, fangen wir mit den Innenstadt-Apartments an, würde ich sagen. Also rechts, rechts, links. Ich weiß gar nicht, kommt man da durch? Ich glaube nicht. Also rechts, links, rechts, rechts. Und dann gucken wir mal. Du hast hier nichts verloren, Opti. Hau ab! Alles klar, ich gehe ja schon. Du hast hier nichts verloren, Opti. Hau ab! Links. Ich will immer noch viel zu kurz sprinten. Stecken wir mal die Waffe weg. So, wo sind wir jetzt? Okay, hier hoch. Eliza ist dermaßen heiß. Quatsch, Niashi Akim ist viel hübscher. Aber Eliza ist intelligent und zieht sich super an. Total cool. Intelligent? Die sagt doch nur, was Pikes ihr vorschreibt. Und Pikes berichtet nur das, was ihnen die Regierung erlaubt. Eliza ist nur eine Marionette. Aber eine verdammt heiße Marionette. Du bist ein Idiot. Okay. Xenobrille. Ich wünschte, ich könnte mir sowas auch leisten. Ohne Augmente hat man doch heute kaum noch eine Chance. Oh, was geht hier? Ich kann das. Mann, diese Stadt ist tot. Ich sollte nach Philadelphia ziehen. Schöne Nacht für den Spaziergang. Halten Sie sich aber von der Derelict Grove fern. Sie wissen ja, was die örtlichen Gangs bedeuten. Ja, ja. Dann tut doch was gegen die Gangs, anstatt mich zu warnen, dahin zu gehen. Blöder Bulle. So, wo kommen wir raus? Gute Frage, wo sind wir hier? Naja, nur noch rechts und dann wäre ich schon in der Klinik. Ich wäre viel zu weit gelaufen. Na gut, gehen wir rechts, rechts. Auch in Ordnung. Hier rechts? So, kurz hier rein. Womit kann ich dir helfen? Nett, wenn der Händler das schon Waffe auf Hand hat. Ich würde ja eher was verkaufen wollen, wa? Schadensupgrade, Salvensystem, auch schön. Betäubungsgewehr, Sprengwaffen. Hier nicht verkaufen? Ach doch, da. Das behalten wir für den Moment noch. Revolver-Munition. Zumindest anteilig verkauft. Alter, ich hab doch gar keinen Revolver. Weg damit. Da können wir auch ein paar von verkaufen, um wieder was aufnehmen zu können. Elektroschockpfeile können wir auch welche verkaufen. Oder kaufen wir sie alle. Hier noch die Betäubungspfeile. P-Munition und Standardgewehrmunition behalten wir. Nuke-Virus, Stockwurm, Postin. Das können wir auch erstmal alles behalten. War mir ein Vergnügen. Mir auch. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. Satz dahin. Zack.
Konnte man die drehen? Ach, rechte Maustaste. So, haben wir wieder ein bisschen Platz. Gut. Ich hab nichts Interessantes. Der Boss vielleicht. Und halt die Hände so, dass ich sie sehen kann. Alles klar. So. Ja, hier hinter geht's lang. Alles klar. In der Theorie geht's hier hinter lang. Ah, hier. Alternative wäre natürlich nochmal zum Seraph Hauptquartier hier zu rennen. Mal gucken, ob wir da irgendwas kriegen, aber. Lassen wir das. Ach ja, okay. So. Rechts und links, ne, haben wir es geschafft. Und dann schreiten die Alte so. Und dann denke ich, ist es Zeit für ein kleines Päuschen. Und wie wir hier reinkommen, das schauen wir uns das nächste Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.